So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rahms ist der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Wir haben nämlich wieder Fanpost bekommen und nicht nur das. Ich habe auch noch was anderes bekommen. Und das ist das hier. Diese komische pinke Tasche. Und da bin ich jetzt ganz besonders gespannt. Die habe ich nämlich wieder mal in der Facebook-Anzeige bestellt. Und ihr wisst, die letzte Facebook-Werbung-Anzeige, die ich gesehen habe, wo ich diese Mogwai-Puppen bestellt habe, da habe ich eh schon gedacht, das kann nichts Gutes sein. Und dann ist das Grauen ins Haus gekommen. Ich habe zwei hässliche, komplett hässliche, dämliche, Fake-Troll-Puppen bekommen, die nichts mit Mogwais und nichts mit Horror, außer das, ja gut, das Aussehen war schon Horror. Dazu werden noch ein Video folgen irgendwann, die Auflösung, wie es dann weiterging. Da möchte ich aber noch was Besonderes machen. Und bis das noch nicht erledigt ist, sagen wir mal, möchte ich dazu noch nichts weiter sagen. Aber da wird es auf jeden Fall noch ein Video geben, Auflösung der Mogwai-Puppen, was passiert ist. Ich habe ja gesagt, das werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Dann habe ich jetzt also was bestellt, was ich gesehen habe. Ich habe nämlich letztens die ganzen Jason-Filme gekauft und habe gedacht, was passt denn gut dazu, so eine schöne Jason-Maske. Und natürlich in der Facebook-Werbung haben sie Jason-Masken gehabt, zufällig. Und die sahen so heftig aus, so genial. Nicht dieser billige Plastikschrott, den du überall im Kick hinterhergeworfen bekommst für 1 Euro, sondern eben eine richtig krasse, fette Jason-Maske. Jetzt habe ich natürlich Schiss, dass wenn das auch wieder hier aus China kommt, das ist eben so eine billige Kack-Jason-Maske, also irgendein Stück Plastik mit 2 Löchern drin und das war's. Wir werden die jetzt mal hier rausziehen, werden uns die mal angucken, wie die ausschaut, ob die so aussieht, wie es in Facebook angezeigt war oder ob das wirklich einfach nur kompletter Billigschrott ist. Und ich muss sagen, ja, an sich sieht die eigentlich ganz gut aus. Okay, da ist, hier hinten sehe ich schon. Wollte ich nämlich gerade, da fehlt doch was, wollte ich sagen, aber da fehlt nichts. Die sah zwar aus, als wäre die hölzern und als wäre die richtig fett, die ist trotzdem halt komplett dünn. Gab es so in Gold und gab es auch in was anderem. Toll. Was sehe ich hier? Die Maske ist kaputt. Die ist hier schon gebrochen an der Nase. Kam also kaputt jetzt an, kaputt geliefert. Guckt euch die Scheiße an. Da bestellst du einmal was und dann ist es natürlich, ja, wunderbar. Also da werde ich auch mal nachfragen, da werde ich mal gucken, denn das soll sicherlich nicht so sein. Ihr habt hier noch eine blöde Halterung, dass ihr das irgendwie zusammenklabustern könnt, dass ihr euch das schön in die Fresse tackert. Wie das jetzt funktioniert, muss ich auch mal schauen. Einmal so und dann einmal vielleicht hier oben. Und dann könnt ihr das hier nehmen und so auf die Fresse drauf und dann sieht das so aus. Ne, sieht's nicht. Moment. Hä? Jetzt checke ich gar nichts mehr. Das sind die Augen. So müsste das dann aussehen. Das ist Jason. Oh mein Gott. Guckt euch den an. Guckt, wie der aussieht, der Jason. Aber irgendwie ist da so viel Spannung drauf, dass das direkt nach oben wieder wegschnippt. Vielleicht sollte ich das hier unten festmachen an den anderen. Aber das, da bezahlst du 20 Euro für so ein Stück Plastikmüll und dann kommt es auch noch kaputt an. Das kann es nicht sein. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Sieht natürlich wieder trotzdem ein bisschen anders aus als auf den Bildern. Trotzdem sieht es nicht ganz so schlimm aus, wie ich dachte. Um es irgendwo so in die Ecke zu stellen als Accessoire, hätte es ja gereicht. Aber dass das kaputt ist, ist halt schon wieder scheiße. Ne? Dann habe ich hier einen Brief bekommen vom Stanley. Den möchten wir jetzt direkt aufmachen und direkt reingucken. Stanley Brief. Der hat nämlich gesagt, er hat ein schönes Bild gemalt von Raupi und Shiny Raupi. Wollte mir das dann zuschicken, habe ich gesagt, kann ich dann hinter mir an die Wand hängen. Jetzt möchte ich euch mal das Bild zeigen. Wer im Stream dabei war, der wird es schon gesehen haben. Von Stanley. Der hat hier nämlich ein Raupi, mein Lieblings-Pokémon, und ein Shiny Raupi. Und das Shiny Raupi ist viel größer, viel brutaler. Das sieht doch genial aus, oder? Danke, Stanley. Hier steht es nochmal von Stanley. Und er hat sogar noch was reingepackt. Eine Pokémon-Sammelkarte mit Raupi drauf. Das finde ich cool, das ist besonders schön.
Die werde ich mir wahrscheinlich auch hier irgendwie so mit dran machen. Und das dann irgendwie hinter mir, dass man das beim Stream immer sieht, an der Wand hinten befestigen. Schon habt ihr immer schön Raupi im Hintergrund. Danke, Stanley. Ich werde es in Ehren halten. Ja. Und ein was ist noch übrig. Und zwar dieses Paket. Das ist vom NetGhost und da ist ein Pikachu drauf und da ist alles japanisch drauf. Da steht irgendwas von Pokémon Nudel. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist da jetzt wirklich Essen drin? Pokémon Nudeln, ist das nur der Karton? Ist das was anderes? Hier steht Vorsicht Glas. Ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt aufmacht. Am besten einfach mal überall reinschneiden, oder? Hä? Ich mache mal hier hinten einfach. Das sieht gut aus. Ich glaube, man schneidet hier hinten einfach einmal komplett durch. Aber Nudeln sind ja nicht aus Glas, außer es sind Glasnudeln. Deswegen bin ich da extra gespannt, wer mir hier Glasnudeln schickt, ja. Au! Und in die Pfote reingeschnitten und nochmal da rumgezerrt und nochmal hier drüben. So. Ich hätte das vorher schon anritzen sollen, alles. Dass ich dann weiß, wie das aufgeht. Tja, Adi, da guckst du, ne? Hier ist ein Beutelchen mit, muss ich mir gleich angucken. Hier ist, oh, da sind wirklich Nudeln drin, also da ist Essen drin. Und zwar habt ihr hier einmal Pokémon Nudel. Hier sehe ich ein Endynalos oder was es sein soll. Da ist ein Lucario, da ist ein Lauchzelor, da ist ein Pikachu drauf. Das sind also richtige Pokémon-Nudeln, die muss ich mal testen für Ramses Kitchen. Sind das verschiedene Sorten? Dieser Becher, dieser Pikachu-Becher, haben wir einmal hier. Dann haben wir hier drüben nochmal Pokémon-Nudel. Ich denke mal, das werden die gleichen Sorten sein, oder? Obwohl, da steht eine 3. Da steht auch eine 3. Sieht also relativ gleich aus oben. Ey, auf dem Becher steht so viel Zeug drauf, da blickt doch keiner durch. Ich denke mal, das sind alles die gleichen Sorten. Nudeln. 1, 2, 3 Nudel. 4 Nudel. 5 Nudel. 6. 6 mal Pokémon Nudeln. Da waren bestimmt 12 Packungen drin, oder? Ja. 12 Packungen. In der Mitte hat er einfach 12 rausgenommen, hat nur links und rechts 12 gelassen. 6 meine ich, also 6 raus, 2 Dreier rein rausgenommen, 2 Dreier rein drin gelassen, damit er in der Mitte noch auffüllen kann mit Bier, wie man hier sieht. Und was für Bier, das schauen wir uns jetzt mal an. Denn ihr habt hier, Adi, ich hoffe, du lässt die Kamera stehen. Ihr habt hier einmal Kreuzbär. Fassbrause mit Koffein. Das ist also gar kein Bier. Das ist alkoholfreies, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Kräuter-Malz-Geschmack. Das kann man auch mal testen für Ramses Kitchen. Gerade dadurch, dass es ja kein Bier ist, braucht man das nicht am Montag trinken, sondern können das wirklich mal für Ramses Kitchen testen. Ah, die knurrt hier rum. Das finde ich nicht so fein, weil da bestimmt gleich alles runterfällt. Nehmen wir die zweite Flasche hier raus, schmeißen die mal hinter uns, genau wie das, schmeißen wir auch hinter uns, um einen Adi wegzulocken. Jetzt hat er sich an der Kamera gestoßen. Haben hier ein Icke. Icke, typisch Berlin. Icke Pilsner mit 4,9%, typisch Berlin. Icke, 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 Icke. Kennt ihr noch Icke und Er? Das war auch mal so eine Rap-Crew. Aus Berlin. Die Flasche sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus. Icke und Er aus Berlin in Flaschenform. Neu dabei. Dann haben wir hier. Oha. Das ist so Pfeffi. Aber nicht der grüne, sondern der andere. Der Berliner Luft. Der durchsichtige. Also das Szenegetränk, wo die Leute immer sagen, wenn du Pfeffi trinkst, dann muss das Berliner Luft sein. Alle andere ist Schabernack, ne? Der hat sogar, guckt euch das mal an, Berlin, das Brandenburger Tor. Guckt euch das an, die Flasche als, ich weiß nicht, ob man das gut sieht, aber eigentlich müsste man sehen, genau. Das Brandenburger Tor als Flasche mit Berliner Luft gefüllt.
Das sieht auf jeden Fall cool aus. Wie ein Souvenir im Souvenirshop, wenn ihr unterwegs seid und ihr müsst immer was mitbringen für die Familie. Natürlich so ein Flachmann mit Berliner Luft drin. Ich muss sagen, Berliner Luft kann man trinken. Mir persönlich schmeckt aber der Original Pfeffi besser, der Grüne von Nordbrand. Deswegen sage ich immer zum Matze Nordland, immer Atze Nordbrand. Weil das ist typisch Nordbrand, die Marke. Ist günstiger, ist bestimmt asozialer, ist nicht so ein Zähnegetränk, aber ist halt grün. Sieht dann besser aus, wenn es wieder rauskommt. Dann aber hier nochmal Sticks für den Adi von Multifit. Einmal. Dann nochmal für den Adi. Barbecue. Barbecue. Wo stehen da die Sorten? Ein Stick. Barbecue 8 Meat Sticks. Okay, da ist aber gelb oben, da ist anders. Hä? Barbecue Steel. Verstehe ich nicht. Hat beides andere Farbe. Alles ist Barbecue. Was steht hier? Bestimmt auch Barbecue. Genau, ach, nochmal Meat Sticks. Wo steht denn da die Sorte? Mit Hähnchen. Das Grüne ist mit Hähnchen. Das Gelbe ist mit Truthahn und das Pinke ist mit Lachs. So ein schöner Tabaklachs, ne? Kennt ihr noch? Habt ihr schon gesehen. Dann haben wir nochmal Pidi Platsch. Eine Pidi Platsch Waffel. Ah, die ist schon wieder am Umfallen und Rumbalancieren. Das ist super. Waffel mit Milchcreme-Füllung. Da warte ich, bis Pupsi kommt. Hat hier was zu probieren und zu naschen. Dann habt ihr hier noch einmal Schokis von... Alter, wie heißt die Firma? Kann ich nicht lesen. Rotstern. Rotstern Schokis. So Sandmännchen. Schokoladen. Dings. Warte mal, das kann man ja aufmachen. Ja, man kann es aufmachen und dann sehen, dass es immer noch zugepackt ist. Also irgendwelches so Schokoladengedöns ist auch noch mit dabei. Und einen Zettel haben wir noch in dieser Box. Da können wir auch mal, ich hoffe, ich kann es lesen. Ich habe immer Probleme, wenn ich den versuche zu lesen von anderen Leuten. Hallöle! Können Sie erstmal so rum zeigen hier. Das ist der Brief. Hallöle, schöne Grüße aus Berlin. Hab mal ein kleines Paket zusammengebastelt. Hoffe, für jeden ist was dabei und es gefällt dir. Bleib einfach immer so, wie du bist. Viele Grüße, Mirko, NetGhost79, Melli und Reiki. Reiki ist wohl das Haustier, deswegen ist auch hier diese Haustierpfote dabei. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Schönen Dank. Grüße gehen raus an den NetGhost und an seine Dame und das Haustier und alles andere. Und als besonderes Highlight muss man ja wirklich einfach diese Flasche Berliner Luft nennen. Habe ich so noch nicht gesehen. Berliner Luft gibt es hier zwar auch überall im Rewe hin und her. Aber nur normale Flaschen, jetzt gibt es irgendwie so andere Sorten noch. Die müssen ja immer alles verhunzen. Aber diese Flasche in diesem Design, die wird nicht weggeworfen. Die musst du wirklich aufheben. Irgendwann kannst du da mal grünen Pfeffi reinpacken, dann sieht das noch lustiger aus. Also was Schönes für einen Schrank zum Hinstellen, bis es der Adi runterwirft. Ein schönes icke Bierchen, typisch Berlin. Ne? Und dann hier noch schön diese... Kreuzbär Fassbrause mit Koffein. Da freut sich Pupsi bestimmt. Was ich hiermit jetzt mache, weiß ich nicht. Werde ich erstmal mich beschweren wieder, dass das kaputt war. Und ansonsten. Achso, hier. Haben wir ganz vergessen. Hier ist noch ein. Was soll das sein? Jetzt habe ich das einfach an die Seite gelegt. Das müssen wir erstmal aufmachen. Ist das ein Mauspad? Nein. Eine Tischdecke. Nein, eine. Ist auf jeden Fall aus Gummi. Eine gummierte Gummimatte, die wir dann hier aufrollen können. Und dann hier drin ein. Ich habe keine Ahnung, was ist das? Was ist? Da sind Pokémon drauf. Jetzt sehe ich euch gar nicht mehr. Da ist hier Enton, Merrill, Pikachu, Togepi, Shiki. Da ist noch Bisasam. Hier ist, hier kennt ihr ja, ne? Alles am Start. Aber was ist das? Eine Gummimatte für
die lege ich auf meinen Tisch als Mauspad. Wenn mal wieder Bier verschüttet, wird der Tisch nicht dreckig, weil das alles aufsaugt. Nein, keine Ahnung. Du wirst sicherlich in die Kommentare schreiben, was das genau ist. Sieht auf jeden Fall fetzig aus. Vor allem, wie sie alle da hängen. Das Anton einfach halb aus der Matte rausgefallen, hängt kopfüber da. Alle anderen chillen da. Alles sieht gemütlich aus. Wer ist denn? Bluebella? Ich blick gerade. Ach, hier oben ist auch noch Blutzug versteckt. Das sieht man ja immer mehr, je länger man hinguckt. Guckt euch das an. Richtig geniale Sache. Das hänge ich mir jetzt um. So. So sieht das aus. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses und euer Adi natürlich. Der, ich glaube, der will raus. Der braucht jetzt erstmal einen Stick.